So, und damit einen wunderschönen guten Morgen oder je nachdem, wann ihr dieses Video natürlich seht. Hi, Mythisch Plus, ich habe meinen goldenen Ritter ausgepackt und zwar Baxter. Meine Frisur hängt wieder perfekt. Natürlich nicht. Ich muss dringend zum Friseur. Ja, er muss auch noch ein paar Punkte zusammenkramen. Beziehungsweise auch ein paar Instanzen, nachdem jetzt Avatari schon sehr viel Punkte gemacht hat und sowas. Klar, mehr geht immer. Aber im Moment sind keine vernünftigen Steine für sie drinne. Ich bin ja im Moment, ach, wie oft ich schon blutige Tiefen oder Nebel war wieder. Und das Spiel schreit mich schon förmlich an. Ich habe gedacht, ich wäre smart, indem ich es ein bisschen lauter mache. Aber irgendwie auch nicht. So, wir wollen es nicht zu leise machen. Wir wollen ja noch was mitbekommen. Ja. Spitzen des Aufstiegs, die Instanz, wo ich am wenigsten kriegen kann. Aber sie war die einzige, die gerade da war. So, das macht man dann mal natürlich normalerweise nicht, aber wir haben einen Heiler dabei, der sich hoffentlich seine Rio Points, die er hat, nicht zusammengepflückt hat. So, das Ganze mit einem Tank zu machen ist natürlich noch mal ein bisschen anstrengender, weil man da wirklich auch ein bisschen drauf achten muss, was tut er. Was machen wir hier? Und. Oh, jetzt gab es ein Leck. Sehr schön. Ich habe natürlich das ein oder andere gute Item schon mit ihm. Aber mehr geht immer. Wir sind jetzt hier auf 291. Ich muss noch zwei Teile umwandeln zu Set-Teilen, damit ich einen 4er Set-Bonus habe. Ich muss noch aber dafür ein bisschen Flux und natürlich auch Abzeichen zum Hochtrimmen haben. Und das letzte Mal Spitzen war ich mit der Shokin auf Stufe 2, glaube ich, oder so. Das ist schon lange her. Ja, wie gesagt, ich bin halt im Moment nur noch Nebel und blutige Tiefen unterwegs, um mit der Shokin den Dolch zu kriegen. Das ist das letzte blaue Item, was ich aus der Saison noch habe. Der ganze Rest ist fähig, nach oben getrimmt zu werden. Aber es muss halt erstmal nach oben gehen. So, das Gute ist, der Paladin kann sich als Tank eigentlich gut mitheilen. Sollte er auch stets machen. Ich glaube, nächste Woche ist wieder blutig. Dann bleiben die Gegner wieder schön im Blut stehen hier. Finde ich ja tierisch cool. Mich gar nicht. So, und dann wollen wir mal hoffen. Oh, hier sollte ich ein bisschen rausgehen. Ja, das Ding sagt immer Defensivfähigkeit ziehen, aber je nachdem, was ich für eine Fähigkeit ziehe, habe ich dann eine richtig schöne Abklingzeit drauf. Deswegen lohnt sich das nicht immer sofort alles ziehen. Jetzt in der Phase muss ich sowieso nichts ziehen, weil die wirft ihren Speer auf uns von oben herab gesehen. Hier sollte man nur darauf achten, nicht in dem Schritt zu stehen.
So, wenn sie jetzt sagt, Defensivfähigkeit ziehen, dann ziehen wir mal eine Kleinigkeit. Und das hat quasi nichts gebracht. Hab den Schaden trotzdem gut abbekommen. Das ist halt auch ein bisschen Equip-Sache, weil in dem Moment, wo du halt noch nicht so viel Equip hast, kriegst du halt noch ein bisschen die Hucke voll. Es laufen hier aktuell Tanks rum mit einer sehr hohen Wertung an HP. 125, glaube ich, war jetzt bisher das meiste, was ich gesehen habe. So, wir weichen einmal nach hier aus, um die Gegner mitzunehmen. Ganz oldschool hier unten hin. So, und jetzt kriege ich ein bisschen die Hucke von den Sperren hier voll. Gar kein Problem. Bisschen heilige Macht sammeln und sich wieder aufheilen. Gleichzeitig Healer-Akku bekommen. Das haben wir alle gern. Ist auch noch ein Vorteil von der Skillung, die ich im Moment habe. Durch den Prophosten, den ich immer rufen kann, habe ich hier eine Viole des Gleichmuts. Damit heile ich mich einmal von selbst. Weil sie wird automatisch benutzt. So, jetzt sind hier noch ein paar Viecher. Das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, wenn dann der Heiler nicht hinterherkommt, so wie gerade. Der hat aber eine fast 3000er Rio, frage ich mich, wo hat er die her? Ich hoppe hier ganz schön runter. Na gut, die machen halt auch einen mega Blutungsschaden, ne? 7-6 ist schon nicht ganz ohne. Aber wie gesagt, in der Instanz gibt es sogar auch nichts, was mich irgendwie pushen könnte. Also hier gibt es echt nur Schrott-Items. Und wenn ich schon merke, dass der Heiler mich extrem stark heilen muss, dann warte ich auch mit dem Pull von größeren Gruppen. Da habe ich dann keine Lust, dass der Heiler mich nicht mehr hochgeheilt bekommt. Das könnte so langsam in Richtung andere Gruppe gehen. Die auf jeden Fall nicht zusammenpullen. Zumindest nicht in der inspirierten Woche. Die hier müssen mit unterbrochen werden. So, wie man eben gesehen hat, ich habe auch Wechsel ein bisschen umgebaut. Also ich habe den Helm weggemacht. Weil der Helm ist vom Set her, wie gesagt, den muss ich noch umbasteln. Besser, auch wenn der nur 2,59 hier ist. Und ich den nicht aufwerten kann, aber er ist auf jeden Fall schon mal besser als nichts.
Dafür habe ich mir jetzt halt den Gürtel gemacht. Da fehlt noch natürlich noch ein Steinchen drin. Habe ich überhaupt ein Steinchen dabei? Ich habe kein Steinchen dabei. Hätte man vielleicht vorher machen sollen. Kann sogar noch eine Verzauberung draufschmeißen. Ja, das ist alles gestern Abend noch schnell gewesen und dann war zumindest einer meiner Leute online, der gesagt hat, komm, hast du Bock, was zu laufen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe noch ein 15er blutige Tiefen. Schurken. Der musste natürlich gerannt werden, den habe ich aber nicht aufgenommen, leider. Aber es war eh sowieso schlimm, sage ich euch, schlimm. Wir haben es so gerade geschafft. Wir hatten auch eigentlich Leute dabei, die hatten eine gute Rio. Aber die war safe nur gekauft. Weil da war einer dabei, der hatte fast 3000 und sein Equip war auf 270 oder so, aber der hat null Schaden gemacht. So, ja, hier müssen wir jetzt kurz aufpassen. Perfekt. Besser hätte es jetzt fast nicht laufen können. Aber nur fast nicht. Mal sehen, mich die Gruppe hier krallen. Und irgendwo hier sind noch als Kyrianer irgendwelche Stäbe und sowas. Ich habe gar keine Ahnung von. Na komm hier rüber. Dieser Abbau, Max, ne? Ganz schlimm. Ich merke auch, ich muss im Trash definitiv immer mal wieder mehr ziehen an Dev-CDs als in normalen, also als beim Boss oder so. Ich krieg halt vom Trash irgendwie mehr auf die Fresse. Von den Schadenswerten her ist es fast schon traurig, wie viel die machen. Da geht immer mehr.
Ja, hin und wieder auch mal testen, ob man sich selber läutern kann oder sowas. Kann man ja das Paladin genauso. Kann den einer noch stunnen oder? So, Heiler meiner sieht eigentlich noch gut aus. Ein Dev-CD hier ziehen. Andere ist leider noch nicht so weit. Ja. Wollte ich ein bisschen hier hin eigentlich ziehen, ja. Ungünstig, wenn man von den Dingern die ganze Zeit getroffen wird. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben nichts fürs Durchlaufen oder so. Da geht man ja immer hin und lässt viel aus. Dann nehmen wir aber jetzt, glaube ich, möglichst viel mit. Glaube ich zumindest. Natürlich auch immer der Flug hier rüber. Manche Dinge kosten halt einfach so viel Zeit. Musst du auf gewissen Sachen halt nochmal Zeit draufrechnen. Boah, jetzt bin ich beinahe da runtergeflogen, läuft. Schön Fähigkeiten ziehen. Was wegmachen von denen auch mal hin und wieder. Aber jetzt können wir die natürlich stunnen, nachdem der Inspirierte weg ist. War auch mehr schlecht als recht, aber so gerade noch. So, hier ganz außen rum, weil die Hauptgruppe wollen wir nicht mitnehmen. Ja, wenn wir hängen bleiben. Schön hier reinkommen lassen. Schön, dass sie nochmal durch meine Weihe hier rennen. FCD ziehen. Und jetzt können die alle anderen drauf gehen. Bei Blutig wird es spaßig, wenn die alle hier auf einen Haufen stehen. Ey.
So 90%, das reicht, glaube ich, vollkommen.